Unsere erste Etappe führt uns quer durch die Pampa bis an den Fuß der Anden. 900 Kilometer über flaches Land oder wie hier bei Rosario über weite Lagunen. Die einzige Abwechslung sind diese netten Polizeikontrollen. Weil die Landschaft sehr flach ist, führt das an einigen Orten dazu, dass nach einem Regen rasch alles überflutet ist. Und da wir aus unserer Matschorgie in Sambia gelernt haben, fahren wir in diesem Fall lieber zurück. Das hieß auch, einen neuen Übernachtungsplatz zu suchen. Dieser nette Senior hat uns dann aber erlaubt, vor seiner Farm zu übernachten. Am nächsten Morgen waren wir doppelt froh über die gestrige Entscheidung. Bei diesem erneuten Regen wären wir aus dem Überschwemmungsgebiet definitiv nicht mehr herausgekommen. Puh, Glück gehabt. Und die Teerstraße ist auch nicht mehr weit. Zur Belohnung gibt es einige Tage später sogar wieder ein paar Hügel. Macht doch grad was her fürs Auge. Die Sonnenblumen sind aber auch schön. Schon erreichen wir San Luis, die nächste Provinz, und werden sogleich mit einem überaus bunten Kreisel begrüßt. Wir genießen die Fahrt durch die abwechslungsreiche Landschaft, so schön offen und weit. Pustekuchen, das hätten wir nun nicht gedacht, dass wir doch noch unsere Astschneider herauskramen müssen. Aber es war Gott sei Dank nicht allzu viel. In diesem Dörfchen fanden wir einen sehr hübschen Standplatz, gerade gegenüber vom offiziellen Grill- und Badeplatz, direkt am Fluss. Wirklich genial. Leider mussten wir aber in der Nacht wegen eines Unwetters und dem daraufhin steigenden Fluss flüchten. Juhu, endlich war es soweit. Wir sind in der Sierra San Luis angekommen. Eine wirklich schöne Hügelkette mitten in der Provinz San Luis. Sanft schlängelt sich die Straße durch die Hügel. Es gefällt uns sehr. Das Unwetter von gestern hat auch hier gewütet. Oje, warum wir das nicht toll finden? Genau darum. Nach diesem Dachkratzer ging es dann aber ohne zusätzliche Blessuren weiter. So langsam scheinen wir uns der Passhöhe anzunähern. Die Sicht von hier oben ist wirklich atemberaubend. Die vielen Kurven aber auch. Und was bedeutet das? Genau, ich flüchte dann meistens aus dem Wagen, unter dem Vorwand, das jetzt unbedingt filmen zu müssen. Und wie man sieht, machen die zwei das ganz prima, auch ohne, dass ich quieksende Angstschreie ausstoße. So ganz einfach gestaltet sich das aber nicht. Es ist viel Arbeit, bei jeder der Kurven zwischen zwei- und dreimal hin und her zu fahren. Auch die Neigung der Straße ist teilweise recht stark, so dass auch das Anfahren jeweils mit großer Vorsicht geschehen muss. Denn Globi ist nicht gerade ein Leichtgewicht mit seinen bald 24 Tonnen. Die offeneren Kurven mit wenig oder kaum Fels vorne und hinten sind dann sofort eine Erholung. Peter und Globi kommen fast in einmal durch.
Immer wieder ist Millimeterarbeit gefragt. Peter kann die Abstände extrem gut abschätzen und tastet sich vorsichtig vorwärts. Ich staune immer wieder, wie man ein so riesiges Fahrzeug so haargenau manövrieren kann. Und bin wirklich froh über unsere Aufgabenverteilung. Peter fährt und ich darf das Ganze mit der Kamera verfolgen. Manchmal ist die Welt eben doch gerecht. Manchmal wird es sehr eng. Diesen guten Rat, mit der Motorbremse zu bremsen, beherzigen wir natürlich. Unsere Bremsscheiben danken es uns vermutlich oder geben ansonsten einfach den Geist auf und wir dann wohl auch. Darf man sich aber gar nicht vorstellen. Haben wir aber schon des Öfteren gesehen. Lokale LKWs, die dann wirklich mit qualmenden Bremsen anhalten mussten, weil da wirklich nichts mehr gebremst hat. Diese Aussicht ist wirklich toll. Aber warum muss es immer so steil runtergehen? Ich bin froh, dass ich die Bergseite auf meiner Seite habe. Ui, ui, ui. Hilft aber auch nicht immer. Schon fast wünsche ich mir die flache Pampa zurück. Aber nur fast. Und Peter fallen unterdessen fast die Arme ab. Eigentlich liebt Peter ja solche Herausforderungen. Aber nach diesen weit über 40 engsten Serpentinen ist auch er froh, dass wir so langsam den Fuß der Sierra erreichen, wo wir uns dann erstmal eine Pause gönnen.